Der Marianenplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches sagt der andere, dass Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wär doch das Leben, gäb es keine Ponys mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch erstmal Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus. Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später und lassen sie jetzt erstmal drin. Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollys sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch erstmal Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus. Badabadab, badabab, badabadab, badabadab. Letzten Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagte, die wollen das Rauchhaus räumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer 2-Zimmer-Luxuswohnung und das Bethanien steht endlich wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiß in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich diesmal mit dabei und hau den ersten Polizisten was auf ihre Fingerlein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch erstmal Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus.